Uns aber auf das nächste Spiel. Patrick Franziska gegen Hugo Calderano. Hugo Calderano, ja, einer der, ich sag mal, ja, jungen Wilden aus der Talentschmiede von der TTF Lieper Ochsenhausen, die wirklich einen guten Job insgesamt machen. Mit Hugo Calderano, ja, auch ein Spieler in die Top 20. In die Top 20 der Weltrangliste gebracht haben. Und ich gebe mal schnell runter. So visiert hat der, ja, bei den German Open ein sehr, sehr gutes Turnier gespielt hat. Da auch gegen Yang Yong Sik die Nummer 2 der Südkoreaner gewonnen hat. Und der sicherlich ein Mitgarant für den Aufschwung beim FC Saarbrücken ist. Auf der anderen Seite Hugo Calderano, der Mann, der, ja, für Brasilien schon seit einiger Zeit für Furore sorgt, in die Top sehr hoch gerankt ist, sehr, sehr aggressive Rückhand, sehr, sehr aggressives und sehr, sehr, ja, interessantes Spiel. Ja, und hier sieht man das schon, Lippen. Und Patrick Kampen und Hugo Calderano, vielleicht der etwas beweglichere, vielleicht der etwas aggressivere aus der Halbdistanz, das Spiel eben über den Tisch versuchen wird zu steuern. Immer wieder mit Varianten im Rückschlag. Schwer, da eine Prognose zu erstellen. Gegen Jakob Diaz immer wieder mal den langen Aufschlag einzuarbeiten, einzubauen. Kant angesteuert. Sehr gut, hier hat man es gesehen, auch wenn er, ich glaube, eine Distanz, mit welcher Aggressivität Hugo Calderano da spielt. Sehr, sehr gute Beschleunigung. Hier sieht man, bin mir gar nicht sicher, ob der wirklich an der Kante war. Da hat Hugo Calderano absolute Stärken in dieser Halbdistanz. Und da sind die Möglichkeiten, dann den ersten Ball etwas aggressiver selbst eröffnen zu können. Etwas mehr in den Mittelbereich. Hat er versucht zu blocken. Ich denke, das hier sieht man es, aber schön nach vorne gegangen. Patrick Franziska bereit für diesen Pokal. Guter in Vorhand. Da ist er etwas spät am Ball, Hugo Calderano. Möglicherweise halblang raus, springt. Ja, wäre auch halblang rausgegangen, hat dann ein bisschen sich im Kick verschätzt. Aufschlag kam etwas mehr noch auf ihn zu. 8:6, Aufschlag Patrick Franziska. Geht. Und hier. Sehr, sehr tiefe Position. Und mit dem Glück des Tüchtigen, mit dem Netzball. Und man sieht das, dass sich über dem Spiel, über dem Tisch zu spielen, dann direkt aggressiv zu spielen. Wenn mit Vorhand, dann wird etwas mehr kurz gespielt. Und bislang macht das Patrick Franziska sehr, sehr gut. Guter Rückschlag eigentlich. Bisschen weit weg dann beim Block. Und Hugo entscheidet. Platzierung, auch die Länge des Aufschlags. Hier sieht man es in der Zeitlupe nochmal zu verändern. Sendet man zu einfach in kurze Mitte Vorhand. Dann kann der Spieler, der mit der Gute. Wieder zurück. Satz Nummer 2. 11:8. Der erste Satz geht an Patrick Franziska. Saarbrücken führt ja 1:0. Jetzt Aufschlag Patrick Franziska. Ballwechsel zu gehen. Solange der Ballwechsel läuft, habe ich von ihm so häufig gesehen. Da spielt er unglaublich gute Sachen. Sehr, sehr aggressiv. Und hier dieser Mann, Patrick Franziska, wird natürlich versuchen, genau das zu verhindern.
Sehr guter Rückschlag hier. Man sieht das im letzten Augenblick, wie Patrick Franziska nur klassisch schupft. Wir werden es hier nochmal sehen. So nochmal beschleunigt. Der Ball bekommt wirklich etwas mehr Fahrt. Und diese Art von aggressiven Rückschlag mit Vorhand können wirklich nicht viele Leute spielen. Hier wieder eigentlich der halblange Aufschlag. Aus meiner Sicht wäre eine Möglichkeit gewesen, von Hugo Calderano eben auch mit Vorhand anzufangen. Gar nicht unbedingt nur mit Rückhand. Sehr gut gespielt. Und diesmal auf den Schupf eben. Da kommt Patrick Franziska etwas spät. Hier werden wir es gleich sehen. Ein bisschen hoch geht er hier. Schwer zu lesen, dieser Aufschlag. Hat eigentlich gedacht, dass der Aufschlag mehr rausrutscht. Sehr gut, das spielt Hugo Calderano jetzt verloren. Guter Aufschlag hier und sehr, sehr gut nachgegangen. Jetzt gilt es für Patrick Franziska, wieder Ruhe zu finden. Verpasst jetzt. Und da war er bereit. Bricht jetzt die Serie einmal von Hugo Calderano. Sehr gut war er da. Eigentlich gut geflippt. Aber war sehr, sehr gut dort in der Reaktion. Einzelnen Führungen. Und immer wieder dieses Agris. Sind beide in der Lage, direkt zu attackieren mit der Rückhandbanane. Calderano vielleicht etwas einen festeren Ball erwartet. Hier mit Vorhand und sieht, er springt etwas zurück dabei. Da war er nicht. Da wird ein Netzball sich nicht damit beschäftigen. Ja. Vielleicht hat er ihn gespürt. Jetzt in der Zeitlupe ist schwer zu erkennen, ob das tatsächlich ein Netzball war. Wie dem auch sei. 8:9. Und 19. Gut getroffen. Und Hugo Calderano ihn nur. Sehr gut gespielt. Ganz extrem gemacht. Und quasi auf Rückhand Winner gegangen. Hat der Patrick Franziska sehr, sehr hohe Qualität. Patrick Franziska. Wahnsinn. Und dann nimmt er das. Im ersten Satzball. Hier sehen wir es nochmal mit der Rückhandbanane wieder. Gut nachgegangen. Und nimmt diesen so wichtigen Satz Nummer 2. Also schon ein ganzes Stück Richtung Finale unterwegs. Und jetzt sehen wir als Spiel Nummer 3 Christian Karlsson gegen Omar Assar. Während das Spiel, auf das wir uns jetzt konzentrieren wollen, 2:0 steht. Nicht für diesen Mann, nicht Hugo Calderano, sondern für Patrick Franziska. Vielleicht das Spiel über die Vorhandseite von Patrick Franziska zu steuern. Diesen Ball zu spielen, gut eigentlich auch angefangen von Patrick Franziska. Aber bessere Antwort von Hugo Calderano. Aber sehr, sehr gut gespielt. Hier ist mit dem Vorhandrückschlag. Rückschlag. 3:0, deutlich besserer Start hier für Hugo Calderano. Aber die Qualität mit der Rückhand von Patrick von diesem Ball gut beschleunigt. Wir sehen es bestimmt nochmal in der Zeitlupe hier. Seine Sahneseite, seine Rückhandseite haben möchte. Und diesmal ist Lodan Rujic, Dennis Klein. Gut auf Halblang angefangen, sehr, sehr gut mit Vorhand, gut bewegt da. Seitschnitt produziert wird.
Und wieder. Variante da etwas mehr lang zu servieren, etwas mehr auf den geraden Aufschlag wie eben gerade einzusetzen. Aber auch da kam jetzt der Rückhandflip. Patrick Franziska bislang eben seine Vorteile hat, über kurze Vorhand, halblange Vorhand, da ist Cuba Calderano noch etwas angreifbar. Sehr gut, sehr natürlich nach wie vor einen gewissen Vorteil, aber hier zwei direkte Punkte, die Hugo Calderano nicht gewonnen hat, weil eben das verloren hat. Ball. Patrick Franziska einen etwas festeren Ball erwartet. Sehr gut, Ball bleibt flach. Ist ja immer wichtig, den Spieler in der Vorwärts-Rückwärts-Bewegung dabei zu erwischen. Langsam auf die entscheidenden Phase in diesem dritten Satz hin. Sieben zu fünf. Und das macht er gut. Sehr, sehr gut, wie er da beschleunigt. Hier sieht man es auch gleich wieder bereit, danach mit Vorhand weiterzuspielen. Gut gegen Spin. Kann zu eröffnen. Hat eigentlich auch keinen schlechten Ball gezogen. Hier parallel. Aber bessere Antwort von Hugo Calderano. 9 zu 5 Führung. Und da trifft er auch den Umlaufer, den Umfaller, hätte ich fast gesagt. Sehr, sehr gut gespielt. Anfangen, eröffnen würde. Das waren so zwei, drei Bälle, die Hugo Calderano ja mehr getroffen hat in der Relation zu den ersten zwei Sätzen. Ja, vor allem auch beim guten Rückschlag. 1:0 für den FC Saarbrücken. Aber jetzt auch 2:1. Satzführung nur noch. Patrick Franziska war ja 2:0 vorne. Hugo Calderano jetzt mit einigen sehr, sehr guten Bällen, vor allem direkt nach Rückschlag von Patrick Franziska. Wollen wir mal schauen, wie sich Satz Nummer 4 entwickelt. Muss er ein bisschen schauen, zu variieren, auch mal einen langen Aufschlag zu spielen. Bravo, von beiden Seiten, sehr aus der Halbdistanz, ja, ich würde sogar sagen, aus der Distanz lösen. Sehr, sehr gut gespielt hier, direkt kein Ball geschleppt, direkt weiter beschleunigt mit der Rückhand. Und hier vielleicht etwas mehr zur Seite, Sehr gut nachgegangen, das sehr, sehr gut weitergespielt hier, nach der Rückhand direkt rumgegangen, schön die Seite aufgemacht, auch wenn er ein klein wenig sitzt, gut nach vorne gekommen. 2:1 Führung, super Ballwechsel. Glück des Seiten entwickeln mit der Rückhand. Das ist wirklich schon unglaublich gut. Hugo Calderano etwas weiter weg vom Tisch. Patrick Franziska, der sucht den Weg nach vorne, weiß die ganz langen Ballwechsel. Das ist nicht ganz leicht für mich, auch wenn er hier einen großen Ballwechsel schon am Anfang diesen Satzes gewonnen hat. Jetzt hat er das Nahne auf meine Aufschläge. Aufschläge etwas einfacher zu machen und bereit sein, auf den Flip zu spielen. Man sagt sich, okay, der wird sowieso mich anflippen. Kann er vielleicht sowieso nicht verhindern. Sehr gut gespielt und dann war das wieder der Aufschlag. Hier etwas langsamer eröffnet und gut nachgegangen. Man sieht, dass Hugo Calderano aber auch da bereit ist, den Ball immer wieder zu beschleunigen. Über Vorhandseite von Patrick Franziska noch spielen. Unglaublich. Und man geworden ist, sowohl Hugo Calderano als auch Patrick Franziska praktizieren das natürlich auf dem aller Führung. Sehr, sehr, sehr schnell gespielt. Manchmal ist es ja wichtig dabei, nicht nur schnell, nicht nur fest zu spielen, sondern... Und da hat er versucht, was an. Über dem Tisch wirklich, vor allem in diesem Satz,
eine unglaublich gute Vorstellung. Und vielleicht hat ihm dieser lange Ballwechsel ganz am Anfang zum 1:1 so diesen entscheidenden Hub gegeben. Hat das wirklich sehr, sehr gut gespielt bislang. Und man müsste mal wirklich das Rückschlagverhalten in diesem Satz sicherlich. Hugo Calderano, wenig Punkte so bislang. Nicht so viel Punkte in diesem Satz gemacht. Patrick Franziska sehr, sehr dominant. Auf der Siegerstraße schon. 10:3 für Patrick Franziska, für den FC Saarbrücken. Und das wäre natürlich schon ein ganz großer Schritt Richtung Finale. Und zweiter Matchball ab. Wie man sich bewegt. Bis 10 waren diese Aufschläge, diese Rückschläge vor allem sehr, sehr aggressiv und auf den Tisch. Entscheidend ist, dass er dabei ist. Und auf den Flip zu reagieren. Und da hat er es gemacht und hat wirklich eine kluge Aufschlagvariante dieses Mal gewählt. Nochmal den Aufschlag etwas über das Kreuz. Super Start mit vielen guten Bällen hintereinander. Die 10:3 Führung sicher gesichert wurde. Hugo Calderano kämpfte sich nochmal zurück zum 10:7. Aber der letzte Matchball, da sehen wir es nochmal, der hat dann gesessen, der fünfte Matchball.